Ich muss näher an, wegen die Augen. Ich verstehe nicht ganz, was sie jetzt hier damit. Also Jehovas Zeugen bin ich gar nicht, aber was sie da jetzt mit, verstehe ich nicht ganz. Das Verblut, ich weiß, dass die kein Blut übertragen lassen, ihr Kinder. Ja. Und im Notfall führt das zum Tod. Genau. Und Begründung lautet: Sämtliche Blutvorschriften der Bibel sind auf Speisen bezogen. Mhm. Frage: Sind Zeugen Jehovas Kannibalen? Ja, aber sie sind kein Zeuge Jehovas, nee. Also sagen einer, nee. Der jetzt nicht ganz so konservativ ist. Nee. Also die Zeugen Jehovas können nur dann sinnvoll mit einem Menschenblutverbot leben, wenn sie keine Kannibalen sind. Ja. Ansonsten ist das der Hohn und der Spott und die Lüge in einem. Eine antichristliche Regel, die merkwürdigerweise auch den Tod mitbringt. Also im Grunde muss man sogar sagen, Jehovas Zeugen sind Mörder und Gemordete. Es ist Serienmord in seiner schönsten Form. Hinter steht da wieder was anderes von hinten gelesen. Ja, habe ich gelesen. Mhm. Ja, und da bin ich ganz hier vor Blut verstanden. Aber okay. Ja, wir haben zwei Religionen, die töten. Das sind alle Religionen. Also nicht ganz. Man muss schon unterscheiden. Also es gibt nur zwei Religionen, die explizit Tötungsvorschriften haben. Ja. Und mit diesen Tötungsvorschriften töten. Ach so. Ne? Also das finden sie noch nicht mal bei den Indianern. In Naturreligionen oder hier diese Buddhismus und so. Ne? Die haben keine expliziten, ja, soweit ich weiß. Buddhismus, keine expliziten. Die behaupten, die lassen alle anderen leben. Also bei Allah wird tatsächlich aus Religionsraison getötet. Wer also den Islam verlässt, muss getötet werden. Ja. Und bei Zeugen Jehovas läuft es über die Blutschiene, die aber nur dann gerechtfertigt wäre, wenn sie auch Menschenfleisch essen würden. Ich habe in Waldorf mal ganz lapidar gefragt, oder essen sie oder grillen sie heimlich im Königreichssaal Menschenfleisch? Da hat die Zeugin wie der Teufel gelacht. Wie der Teufel. Ja, ich wusste jetzt auch es nicht, war dass Zeugen Jehovas kein Fleisch essen. Das müsste jetzt nicht. Muslime. Nee, Menschenfleisch essen sie nicht. Bitte? Sie ja auch nicht. Sie essen ja auch kein Menschenfleisch. So, also brauchen Sie. Ach so, Menschenfleisch. Ja, deswegen brauchen Sie auch kein Menschenblutverbot wie die Zeugen Jehovas. Sie brauchen das nicht. Die Zeugen Jehovas meinen, sie bräuchten es. Das beruht natürlich auf einer Mega-Verarsche. Die Wachturmreligion ist ja durch die Freimaurerei entstanden. Übrigens, die evangelische Kirche und die katholische Kirche sind beide massivst freimaurerisch durchsetzt. Nochmal, habe ich nicht akustisch. Freimaurerisch durchsetzt. Ach so, freimaurerisch durchsetzt. Verseucht. Ja, okay. Also die sind auch finanziell davon abhängig. Wenn sie einen Verantwortungsträger aus diesen Kirchen fragen, ihm sagen, wes Brot ich esse, denn das ledig sind, dann riecht er sich auf. Dann riecht er sich ganz böse auf, obwohl sie im Grunde gar nichts gesagt haben. Ja, okay. Also ist schon witzig. Okay, also mir hat es interessiert, weil sie da, ich bewundere sie, also dass sie danke. So verstehe können. Ich kenne das nicht, dass da hinstehen. Ja, okay, aber bewundere sie. Also ich versuche es auch zu vermeiden, wenn es geht. Ja, okay. Alles klar, Dankeschön. Ja.